Hallo zusammen, herzlich willkommen zu neuen Zuversichtgedanken aus Karlsruhe-Knielingen. Heute mit einem sehr existenziellen Thema. Was ist, wenn ich nicht mehr glauben kann? Vielleicht denkst du, wie kann das sein? Kann das überhaupt sein? Ja, das kann passieren. Wenn zum Beispiel Schlag auf Schlag Schlimmes, Schweres kommt. Jedes Mal denkst du, schlimmer kann es jetzt nicht mehr werden. Und dann haut noch mal was rein. Da kann es schon passieren, dass irgendwann keine Kraft zum Glauben mehr da ist. Gott, wo bist du, schreie ich. Warum greifst du nicht ein, hörst du nicht? Siehst du nicht, dass deine Hilfe jetzt so dringend notwendig wäre? Und Gott schweigt, es passiert kein Wunder. Die Not bleibt. Wie willst du da noch glauben? Ich denke an Menschen in der Bibel, die das erlebt haben. Asaf zum Beispiel, Musiker am Königshof von König David. Brutal gebeutelt von Anfechtungen und Schweigen Gottes. Fast wäre ich gestrauchelt, schreibt er in Psalm 73. Oder die Frau des Hiob, die angesichts der vielen Hiobsbotschaften nicht verstehen kann, wie man noch an Gott festhalten kann. Ich kann nicht mehr glauben. Und jetzt? Wie gut, dass Jesus weiß, dass solche Situationen kommen können, wo wir nicht mehr können, uns nicht mehr an ihm festhalten können, nicht mehr glauben können. Kurz vor seinem Tod sieht er voraus, wie seine Jünger, allen voran Petrus, in sowas reinkommen können. Und er sagt diesen Satz, den ich für so tröstlich halte: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Was hält dich, wenn du nicht mehr glauben kannst? Wenn du dich nicht mehr halten kannst? Das hält dich, dass Jesus für dich betet, dass Jesus dich hält. Du magst nicht mehr glauben können, aber Jesus betet für dich. Er gibt dich nicht verloren, er kämpft um dich. Die Angriffe des Bösen werden uns nicht überwältigen, weil Jesus da ist. Weil er sagt, nichts kann dich aus meiner Hand reißen, nichts kann dich aus meines Vaters Hand reißen. Ich kann nicht mehr glauben. Vielleicht kennst du so Situationen, wo du total kraftlos bist, verzweifelt am Ende. Du spürst nichts mehr von Gott. Die so dringend benötigte Hilfe kommt nicht. Vielleicht hast du sogar das Gefühl, dass Jesus mit einem wie dir nichts mehr anfangen kann. Weil vielleicht manches in deinem Leben gelaufen ist, was nicht so zu ihm passt. So war das ja bei Petrus, wo auf großspurige Worte das totale Versagen folgte. Und dann war nichts mehr gut zu machen. Jesus war ja tot. Aber Jesus macht es gut. Eben weil er nicht im Tod geblieben ist, weil er der Lebendige, weil er der Gegenwärtige ist bis heute. Das gibt mir Hoffnung. Das gibt mir Gewissheit. Und manchmal denke ich, vielleicht gebraucht er dich und mich, um dem, der da gerade einfach nicht mehr glauben kann, Halt zu geben, indem wir nicht loslassen, indem wir eben auch für ihn beten und glauben, so wie Jesus das tut. Und weißt du, dann denke ich, wenn schon wir schwache Menschen anderen so beistehen, wir, die wir meistens so wenig Möglichkeiten zu helfen haben, wie viel mehr wird Jesus das dann tun? Sein Versprechen steht doch, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Oder mit Paulus gesagt, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, ob du vielleicht gerade in so einer Phase bist, wo du das gar nicht so wirklich glauben kannst. Ich kenne auch bei mir Zeiten, wo ich zumindest arg gezweifelt habe. Was bleibt, wenn ich nicht mehr glauben kann? Eigentlich nur alles Eigene loslassen, mich fallen lassen in seine Hände, hoffen, dass er mich hält. Ein Gedanke ist mir noch wichtig. Jesus möchte seine Nachfolgerinnen und Nachfolger so gern an seine Seite wissen, in diesem Beistehen, in der Fürsorge für die, die gerade nicht mehr können, auch nicht mehr glauben können. Vielleicht ist in deinem Umfeld ja auch gerade jemand, bei dem das so ist. Wirst du für ihn oder sie beten? Wirst du alles in deiner Macht Stehende tun, sie zu halten? Als Jesus-Nachfolger sind wir dazu gesandt,
auch dann noch zu glauben, wenn es nichts mehr zu hoffen und zu glauben gibt, festzuhalten an ihm, an Jesus, auch für die, die es gerade selber nicht können. Bleibt gesund und behütet und im Frieden Gottes. Bis zu den nächsten Zuversichtgedanken am kommenden Mittwoch. Euer Siegfried Weber.